Wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese Nachricht aus Deutschland kommt, aus unserem Wald. Das ganze Wochenende diese Bilder. Waldbrände auf einer Fläche so groß wie etwa 700 Fußballfelder. Das Ganze südlich von Berlin, Treuenbrietzen. So heißt dieser kleine Ort dort im Wald. Da liegt noch ganz viel Munition. Da kann die Feuerwehr also ganz schwer nur löschen. Und Beelitz, das kennen Sie vielleicht, das ist die Spargelregion vor Berlin. Auch dort brennt der Wald genauso. Die Luftwaffe hilft da inzwischen mit. Hubschrauber zum Löschen im Einsatz. Eigene Löschflugzeuge gibt's ja gar nicht in Deutschland. Räumpanzer mittlerweile im Einsatz. Wasserwerfer, also man hat alles, was man hat, dort aufgefahren im Wald. Aber es brennt immer noch seit Tagen. Ein bisschen Regen jetzt in den vergangenen Stunden, der hat überhaupt nichts geändert an dieser Lage. Die Rauchschwaden dieser Brände, die kann man von der Hauptstadt, von Berlin aus sehen. Der Brandgeruch, den riecht man je nach Wind sogar noch im Süden in Dresden. Und diese Brände, die sind längst eine Gefahr für die Menschen, die in der Nähe dieser Feuer leben, in Brandenburg, in den Dörfern. Raus aus den Häusern. Evakuierung in den letzten Stunden. Die Menschen müssen alles hinter sich lassen, in der Hoffnung, dass sich die Flammen ihre Häuser nicht holen. Raus aus den Dörfern, rein in Notunterkünfte, solange bis hoffentlich endlich die verheerenden Brände unter Kontrolle sind. Waldbrände, das ist immer noch ein Wort, das man eher mit Kalifornien oder Südeuropa verbindet. Waldbrände sind aber auch hier in Brandenburg in Deutschland. Und wir gehen zu unserer Bildreporterin, zu Clara Marie Becker dort am Rande dieser Waldbrände. Clara, du siehst diese Feuer. Schilder uns einmal, was haben die für eine Kraft? Ja, wir stehen heute Morgen hier in Beelitz. Die Feuer sehen wir jetzt gerade aktuell nicht, weil sie eben hinter diesem militärischen Sicherheitsbereich liegen, in den wir jetzt gerade noch nicht rein dürfen. Denn Feuerwehr und Bundeswehr haben sich jetzt hier und auch die Polizei versammelt, um neue Absprachen zu treffen. Man hat darauf gehofft, dass heute Nacht der Regen die Situation etwas entspannt. Das ist aber nicht eingetreten. Es hat zwar geregnet, es reicht aber noch lange noch nicht aus, um diese rund 200 Hektar brennenden Wald zu stoppen. Und deswegen müssen sich die Einsatzkräfte hier vor Ort neu sammeln, einen neuen Plan für heute machen und genau überlegen, wo sie jetzt als nächstes zum Einsatz kommen, wo sie löschen. Und das Problem ist ja eben hier auch vor Ort, sie können ja nicht in die Wälder reinfahren. Deswegen ist dieser Sicherheitsbereich hinter uns auch eben abgesperrt, denn diese Wälder sind vermint, dort liegt noch Munition und die Einsatzkräfte können eben nicht reinfahren, um dort vor Ort zu löschen. Sie müssen vom Straßenrand aus löschen, sie müssen aus der Luft löschen und das macht die Situation für die Einsatzkräfte natürlich hier vor Ort extrem schwierig. Hast du den Eindruck, Clara, dass man alles hat, was man braucht? Ich habe gerade schon gesagt, Löschflugzeuge gibt es in Deutschland jetzt nicht. Jetzt kann man auch nicht mal da richtig ran. Und wir haben gerade, während du gesprochen hast, diese Hubschrauber gesehen, die an Badeseen dort in Brandenburg unterwegs waren und dann quasi Eimer für Eimer dort das Wasser abgeholt haben. Also haben die Helfer dort in den Wäldern das, was sie brauchen? Ja, die Feuerwehr ist hier mit mehreren tausend Einsatzkräften, die Polizei ist vor Ort, die Luftwaffe fliegt über die Wälder. Also es sind auf jeden Fall, das technische Hilfswerk haben wir auch hier gesehen vor Ort. Die Bundeswehr ist zur Stelle, da wurden wirklich alle Kräfte mobilisiert, da haben sich wirklich alle zusammengetan und eben wie gesagt, besprechen jetzt, wie sie den Tag weiter angehen, um diese Feuer einigermaßen im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den Griff zu bekommen. Wie viele Menschen sind da jetzt ohne Zuhause aktuell? Wir haben gerade die Bilder von den Evakuierungen dort aus den kleinen Dörfern gesehen, wie viele Menschen sind ohne Zuhause und wo stecken die jetzt? Ja, Beelitz war der erste Ort, der teilweise evakuiert werden musste. Als man jetzt heute Morgen durch den Ort gefahren ist, hat man schon Menschen gesehen, aber eben nur im Bereich, der weiter entfernt ist vom Wald. Es gibt hier einige Straßen, die gestern komplett evakuiert werden mussten. Da mussten einige hundert Menschen aus ihren Häusern raus. Die wurden teilweise gebeten, sich in eine Stadthalle in Treuenbrietzen zu begeben und sich dort zu versammeln. Also es gibt hier Notunterkünfte für die Menschen, wo sie erstmal untergebracht werden. Aber das ist natürlich, also wenn man hier aus seinem Haus quasi rausgeschickt wird, von einem auf den anderen Moment und es gesagt wird, hier ist Waldbrandgefahr, alles zurücklassen, raus, einfach nur raus und so schnell wie möglich in diese Notunterkünfte. Das ist natürlich eine enorme Stresssituation für die Menschen gestern gewesen und sie hoffen natürlich darauf, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück in ihre Häuser können. Jetzt sehen wir hinter dir gerade, rauschte der Wasserwerfer von der Polizei vorbei, also auch die Polizei dort mit diesen riesigen Fahrzeugen im Einsatz, um vom Rande aus
zu löschen in den Wald hinein. Noch eine letzte Frage, Clara. Brandstiftung, gibt es irgendeine andere Erklärung für diese Feuer als Brandstiftung? Und natürlich die Frage, wer macht sowas? Diese extreme Hitze, die wir jetzt in den letzten Tagen hier erlebt haben, 37 Grad waren es gestern, die befeuern natürlich im wahrsten Sinne des Wortes so ein Feuer im Wald, das dann auch ganz schnell unbändig wird. Und eben ja, diese Situation in den Wäldern hier in Brandenburg, die ja auch schon seit einigen Jahren so ist. Also dass diese Flächen teilweise vermint sind, nicht geräumt werden, auch teilweise aus Kostengründen, weil es einfach zu teuer wäre, da regelmäßig Sprengungen, kontrollierte Sprengungen durchzuführen und diese Wälder von der Munition zu befreien. Das ist ja eine Situation, die wir schon seit Jahren haben. Also immer wieder im Sommer brennt es hier und immer wieder kann die Polizei nicht in die Wälder fahren aufgrund dieser Situation. Und da ist natürlich, also fragt man sich, wie das in den nächsten Jahren werden soll, wenn diese Situation so bleibt, wie sie jetzt ist.